In England ist bereits das Licht aufgegangen. Und wie sieht es jetzt mit den anderen Ländern aus? Wie geht es da weiter? Welche Einflüsse aus der Astrologie werden da wichtig? All das erfährst du gleich in meinem Video. Also bleibe dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal. Ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Wir sind eines der größten Online-Portale für Webinare in der Bewusstseinserweiterung der Spiritualität. Und wenn du von mir immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und ich danke dir schon sehr dafür. Ja, und heute, ihr Lieben, geht es um die aktuelle Zeit. Es geht um England, es geht um Europa, es geht um die anderen Länder und wie das Licht dort bereits in England Fuß gefasst hat, wie es sich dort ausbreitet und die positive Energie von England her nach Europa kommt. Ich selbst habe 5 Jahre in England mal gewohnt und das Bild hier hinten ist von London auf der Straße von mir fotografiert und ich denke so gerne an diese Zeit zurück und ich möchte euch gerne erklären, wie ich damals England gefühlt habe. Als ich das erste Mal dorthin geflogen bin und aus dem Flugzeug ausstieg, das mache ich eigentlich immer so, wenn ich irgendwo mit dem Flieger hinfliege. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr getan, aber damals. Und dann habe ich immer, dann fühle ich mich immer in das Land ein, wo ich gerade angekommen bin. Und bei England habe ich so ein riesengroßes Gefühl der Freiheit wahrgenommen. Das war überwältigend sozusagen, dieses Gefühl der Freiheit. Und das hat mich sehr gefreut. Und wenn ich jetzt zurückdenke, als ich dann von England zurück nach Deutschland kam, habe ich auch wieder in das Land, also in dieses Mal in Deutschland hineingefühlt. Und da habe ich eine sehr belastende Energie gefühlt. Das ist jetzt gut 5 Jahre her. Eine sehr erdrückende, dichte Energie habe ich gefühlt. Und das jetzt mal so allgemein sind nur meine Gefühle. Ihr könnt es für euch prüfen, was das, ob ihr vielleicht auch die Länder fühlen könnt oder was das mit euch macht. So habe ich es damals wahrgenommen. Und wenn wir jetzt gucken, in England wurden auf einmal alle Maßnahmen aufgehoben und die sind wieder frei. Also die haben sich ihre Freiheit, die ja mal 2, 3 Jahre weg war, sozusagen, wieder zurückgeholt. Und das ist sehr bezeichnend. Und wenn ich jetzt mal schaue in die Astrologie, dann fällt auf, dass Pluto im Moment mit seiner Energie unser Leben beeinflusst. Auf der ganzen Erde, jetzt nicht nur hier in Deutschland, natürlich auch in England. Und Pluto ist eine sehr starke magische Energie und eine schamanische Energie. Diese magische Energie, allgemein gesagt, macht vielen Menschen Angst. Angst vor Magie. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Magie ja auf die Schöpferkraft oder die Schöpferkraft ist. Eine verstärkte Kraft, die jeder Mensch nutzt, unbewusst nutzt oder bewusst nutzen könnte. Und in dem Moment, wo du diese Kraft bewusst nutzt, kannst du sie ja für deinen Vorteil nutzen. Und wenn du sie ignorierst, ablehnst, wenn du Angst davor hast, gibst du dieser magischen Kraft die Macht, über dein Leben zu bestimmen. Also der Schlüssel für die Pluto-Energie ist die Überwindung deiner Angst. Und solange wir in der Angst verhaftet sind, und das ist kein Wunder bei der
allgemeinen Lage, die gerade im Außen sich so zeigt, wo mir jetzt gleich dieses Spiel in den Sinn kommt, Wahrheit oder Lüge. Dieses Spiel wird ja ständig mit uns getrieben. Wahrheit oder Lüge, was jetzt heute wahr ist, ist nächste Woche vielleicht schon wieder eine Lüge gewesen. Oder was heute bestimmt wird, wird in ein, zwei Wochen wieder anders bestimmt. Also hin und her, rauf und runter. Man lässt die Bürger nicht mehr in Ruhe, sondern man quält sie, könnte man schon sagen, mit allen möglichen Bestimmungen. Du darfst jetzt dieses nicht oder jenes nicht. Du musst dieses tun, damit du jenes kannst. Und so weiter. Und dieses Hin und Her macht die Menschen mürbe und treibt sie auch in die Angst. Oh, ich darf jetzt dieses und jenes nicht mehr. Und in die Verzweiflung auch. Und das ist alles der Nährboden für die negative Energie der Magie, die uns Pluto sendet. Der Pluto, der hat ja die Möglichkeit, uns, und da komme ich jetzt gleich darauf, in etwas ganz Tolles, Positives hinein zu begleiten. Aber es muss von uns die Ausrichtung da sein. Die ist noch nicht da. Im Moment jedenfalls. Noch nicht genügend da. Also das heißt, die Angst ist der Schlüssel, um die magische Energie von Pluto zu nutzen, zu etwas Besserem und Guten. Solange wir noch in dieser Angst, in der allgemeinen Angst verhaftet sind, und das ist ja kein Wunder, ja, diese Bestimmung, die jetzt zum Beispiel die Genesenden plötzlich nur noch 3 Monate bekommen anstatt 6, wird einfach über Nacht irgendwas geändert. Und du wirst ja gar nicht gefragt. Es wird hier über die Menschen bestimmt und was mit den Menschen ist, ist völlig egal. Oder wer Johnson als I hatte, dem wurde es auch über Nacht aberkannt. Also 3 Millionen Menschen sind plötzlich nicht mehr geiht. Von heute auf morgen, es wurde gar nicht angekündigt, es war einfach beschlossen. Und wenn man sich überlegt, diese 3 Millionen Menschen gelten auf einmal nicht geiht, nicht geschlumpft und hatten vielleicht alles Mögliche geplant und können dies gar nicht mehr tun, weil sie jetzt als Menschen zweiter Klasse plötzlich dargestellt werden oder reingedrängt werden. Und wenn du dir dieses Schauspiel so anschaust, was gerade geschieht, kannst du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Geld regiert die Welt. Das ist ein Sprichwort, was sich tatsächlich ganz deutlich im Moment zeigt, ja. Und jetzt kommt aber der Punkt. Sobald wir beginnen, diese Angst als Illusion zu erkennen, nehmen wir ihr die Kraft. Und dann ist in dem Moment, wo wir der Angst die Kraft nehmen, weil wir erkennen, dass das alles nur ein Spiel ist und dass das gar nichts mit uns zu tun hat, sondern mit den dick gefüllten Taschen anderer Menschen. Und wenn wir das erkennen und aus der Angst rausgehen, dann haben wir den Schlüssel für die Kraft von Pluto in die Magie hineinzugehen, in die Schöpferkraft und unser Leben zu ändern. Wenn das alle Menschen tun würden, wenn alle Menschen dieses Klick hätten, dieses Erkennen hätten, wären wir auch, so wie England, wieder in der Freiheit. Das sind wir aber nicht. Wir sind noch nicht so weit. Und andere Länder sind auch noch nicht so weit. Ich bitte euch einfach, das, was ich jetzt gesagt habe, so für euch zu überprüfen und zu schauen, wo hat denn die Nirjana für mich recht? Wo fühlt sich das gut für mich an? Oder wo ist sie ein bisschen überdreht oder so? Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Ich bin hier, um euch zu inspirieren und um das Licht auszubreiten. Ich bin hier, um diese Freiheit wieder mit euch zusammen zu erlangen. Und ich möchte gerne glückliche Menschen um mich herum sehen, keine Ängstlichen,
die dann total so, es war neulich jemand bei uns und der saß so verkümmert am Tisch mit seiner Maske und so. Und da habe ich auch gedacht, das kann überhaupt nicht sein. Und dann kam noch meine Katze und hat sich so um die Beine von demjenigen rumgeschlängelt. Ich hätte mich darüber gefreut und er hat gesagt, oh Gott, eine Katze, auch noch das. Also passt jetzt vielleicht gar nicht so sehr hier in die Sendung, aber für mich ist es irgendwie so eine Grundstimmung von Angst, die sich versucht, tatsächlich bei den Menschen ja einzunisten, so für immer ihren Platz da, ihr Nest zu bauen. Ihr Lieben, lasst es nicht zu. Wir sind die großen Lichtarbeiter, wir sind wundervolle Menschen. Jeder hat hier eine ganz spezielle Aufgabe übernommen, hier auf der Erde zu sein. Und diese Aufgabe, die sollten wir ernst nehmen. Und ich weiß, dass es ganz viele von euch tun. Und das freut mich so sehr. Denn das sind die Stützen, die Leuchttürme, die es ermöglichen, die Kraft von Pluto in die Schöpferkraft umzuwandeln und dann wieder in die Manifestation der Freiheit hineinzugehen. Und das wünsche ich mir so sehr von dir, dass du das auch verstehst. Und wir dadurch dann einen ganz großen Schritt für die neue Erde weitergekommen sind. Und es scheint ja so im Moment nicht, aber wenn man weiter hineinfühlt, vielleicht, wenn alle Menschen oder so viel wie möglich Menschen dieses Video hören und sich dabei was denken und es vielleicht ins Umdenken kommen, dann könnte sich was ändern, ihr Lieben. Was für mich ganz wichtig ist, dass man sich auch spirituell weiterbildet. Entschuldigung, ich habe immer noch ab und zu diesen blöden Hustenreiz und der hindert mich manchmal frei zu sprechen. Also für mich ist es wichtig, für mich selbst, ich bilde mich in dem Moment weiter, indem ich mich einfach mit der geistigen Welt verbinde und die wundervollsten Botschaften bekomme und die dann auch sehr gerne an euch weitergebe. Und auch bekomme ich wundervolle Heiltechniken von der geistigen Welt überbracht, die ich einfach weitergebe, ohne zu versprechen, dass irgendeine Heilung geschieht. Das darf man nicht. Das ist jetzt uns spirituellen Menschen und Medien nicht erlaubt. Aber es kann ja jeder ausprobieren und testen, wie es für ihn ist. Zum Beispiel könntest du die Ausbildung zum Medium der neuen Zeit machen. Es gibt insgesamt 5 Teile und du kannst bei jedem Teil einsteigen und das mal für dich gucken. Wie ist es für dich? Was macht es mit dir? Macht es dir Freude? Bringt es dir was? Zum Beispiel jetzt haben wir Ende Januar Teil 4 und da kannst du mich live erleben im Webinar und dir dann da eine Meinung auch darüber bilden, wie es ist, mit diesen Energien zu wirken und dann auch dir die Kraft holen, in die positive Manifestation hineinzugehen, in die Schöpferkraft und mit dem zu wirken, was Pluto uns eigentlich bietet, nämlich die Angst überwinden, den Schlüssel hineinzutun in die Schöpferkraft und dann endlich das Neue auf der Erde zu manifestieren. Das ist der Punkt, darum geht es. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das verstehst, dass ihr das alle versteht. Egal, wo ihr jetzt gerade seid in eurer Entwicklung. Denn ich weiß, dass die Seelenweisheit ist ja so intelligent, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Dass die Seelenintelligenz schon lange den Weg geplant hat. Aber dass der freie Wille vom Menschen, und das ist immer wieder die Entscheidung, gehe ich in die Angst oder nicht? Und dass dieser freie Wille uns langsam oder schnell vorankommen lässt, das ist der Unterschied. Das heißt also, wir könnten alles beeinflussen, indem wir schneller aus der Angst rausgehen. Ja, und jetzt gibt es für euch noch eine sehr schöne Botschaft von Melek Metatron. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude dabei und Kraft. Smarana,
Geliebte Menschenfamilie, voller Freude begrüße ich jeden Einzelnen heute zu dieser vorbereitenden Meditation, welche dir hoffentlich die Kraft geben wird, deine Kraft zu erkennen und zu nutzen. Und so beginnen wir wieder damit, uns in den Schutzkreis der Liebe Gottes mit Smarana einzuhüllen. Und vielleicht auch mit dem Mantel des Schutzes, den du jetzt um dich herum auf deine Schultern legst, einzutauchen in die hohe Energie der vollkommenen Liebe Gottes, welche für dich da ist, welche immer für dich da ist. Erlaube dir auch, dich jetzt so tief wie es geht in diese Energie fallen zu lassen und spüre, wie du dadurch langsam immer ruhiger wirst, wie du dich entspannst und fühlst, wie deine Seele lacht, wie deine Seele lächelt, denn sie spürt deine Liebe und dein Licht. Und du spürst ganz intensiv dein Ich Bin. Gerade jetzt in diesem Moment spürst du, wie du zu leuchten beginnst und wie dein Herz sich öffnet, denn du bist bereit, die Botschaft zu empfangen. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht und ich sehe dich vor mir und ich begrüße dich mit Smarana, voller Achtsamkeit und Freude, denn ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, das Strahlen deiner Seele wahrzunehmen, wenn du mir jetzt zuhörst. Ich spreche zu dir im Namen aller geistigen Wesen. Ich wurde heute auserwählt, diese Botschaft zu überbringen. Geliebter Mensch, sei dir sicher, dass wir die Engel immer bei dir sind. Und sei dir sicher, dass wir dich tragen und schützen, wenn du dies möchtest. Wir wissen, dass es einigen von euch schwer fällt, durch diese Zeit hindurchzugehen. Wir wissen aber auch, dass diese Zeit nicht ewiglich andauern wird. Wir wissen, dass du gerade durch einen Prozess hindurchgehst und dieser Prozess betrifft die ganze Erde, mehr oder weniger. In einigen Teilen der Erde sind die Menschen in einem tiefen Prozess, in einer tiefen Transformation. In anderen Teilen der Erde sind die Menschen schon bereit, das Licht zu empfangen und weiterzugeben. Und alles ist so, wie es ist. Alles folgt einem göttlichen Plan. Und eure Seelen, sie kennen deine Aufgabe
deinen Weg auf der Erde. Und so ist es der Wunsch der geistigen Welt, dass du vertraust auf deine Kraft und dass du sie auch wiederfindest, deine Kraft, falls du sie abgegeben hättest. Es ist uns, der geistigen Welt, sehr wichtig, dass du das Licht weiterträgst, denn in dir leuchtet das göttliche Licht, mit welchem du mit uns und mit Gott Vater verbunden bist. Und so halte die Fackel aufrecht und gehe voran, finde die Spuren des Lichtes, welche für dich vorgezeichnet wurden. Diese Schritte des Lichtes wirst du finden, wenn du vertraust und aus dem Kollektiv aussteigst, denn dann werden sie erst sichtbar. Solange du in der Angst verhaftet bist, wirst du diese leuchtenden Spuren des Lichtes nur sehr schwach wahrnehmen und vielleicht sogar übersehen. Wenn dich die Angst gefangen hält, verschließt sie deine Gefühle für das Schöne und für das Gute. Deswegen trete aus dem Kollektiv hinaus, in deine Mitte hinein. Schaffe dir deine eigene Welt der Liebe und des Friedens. Denn so können wir zusammen kommunizieren. So sind wir verbunden. Und sobald du dies erkennst und dem Lichte folgen wirst, kann sich alles ganz schnell verändern. Du weißt, dass die geistige Welt den Begriff Zeit nicht kennt. Und dennoch versuchen wir, mit dir in deinen Worten darüber zu sprechen. Wir sind uns sicher, dass du es verstehst. Und wir sind uns so sicher, dass du es auch schaffst, den Spuren des Lichtes zu folgen und die Erde in die höhere Energie der Liebe hineinzutragen. Wir wissen, dass die Menschen, die in der Jetztzeit inkarniert sind, diese Aufgabe übernommen haben. Und wir wissen auch, dass es diese Menschen schaffen werden. So vertraue auf dein Licht. Alles, was du tun musst, ist zu vertrauen. Und schon wird sich das Licht zeigen und dich leiten. Und so danke ich dir im Namen aller geistigen Wesen, dass du heute hier warst, und verabschiede mich mit Smarana von dir. Und du, lieber Mensch, du kommst in deiner Geschwindigkeit langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Arme und bist wieder ganz hier. Wir haben Besuch bekommen zwischendrin. Ist sie auf meine Arme gesprungen, die kleine Maus hier. Und sie möchte euch auch ganz herzlich grüßen und sagen, dass alles lichtvoll werden wird. Du kleine Mausi, du.
immer wieder für Überraschungen bereit hier. So, dann danke ich euch sehr, dass wir heute wieder zusammen sein durften. Ne, Mausi? Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier auf diese Kugel draufklickst, mich abonnierst und auch die Glocke aktivierst. Und wir uns gleich wiedersehen beim nächsten Video. Alles Liebe für dich. Muah.